So, ich habe gestern einen Freund in Kitzbühel besucht, nur für eine Übernachtung. Und heute soll es nach Genf gehen, weil ich dort morgen Termine habe. Und jetzt will ich mal dokumentieren, wie das ist, wenn man mit dem Tesla so eine wirkliche Überlandfahrt von Kitzbühel bis nach Genf macht. Am Rasmushof, also am Hotel, wo wir übernachtet haben, haben sie mich netterweise in der ersten Nacht direkt das Auto laden lassen, und zwar an einer Starkstromsteckdose. Da kann man mit dem entsprechenden Kabel, das man bei Tesla auch gleich mitbekommt, ungefähr 3- bis 4-mal so schnell laden, wie wenn man das an einer Haushaltssteckdose tut. 348 Kilometer Reichweite werden jetzt hier angegeben. Gestern nach dem Laden standen hier auf diesem großen Zentraldisplay noch 352 Kilometer. Aber wenn das Auto steht eine Nacht, dann braucht es ein bisschen Energie. Teilweise wohl auch, weil die Akkus geheizt werden. Aber so bin ich jetzt quasi hier, wenn man so will, vollgetankt. Ja, wobei eigentlich nicht ganz vollgetankt, 10% fehlen. Das liegt daran, dass Tesla empfiehlt, die Akkus nicht voll auszureizen im Normalbetrieb. Und da das bei mir jetzt so auch reicht, halte ich mich jetzt auch daran. Man kann es aber auch auf 95 oder 100% hochsetzen. Man kann den Kalender vom Handy direkt mit dem System des Autos kommunizieren lassen. Ich habe die Adresse, wo ich hin will, schon eingegeben. Das heißt, ich klicke da jetzt einfach drauf und er fängt an zu suchen und gibt mir die Adresse vor und fragt mich, ob ich da jetzt hin navigieren will. Das will ich. Und jetzt denkt er über das ganze Thema nach und sucht vor allem nach Superchargern auf der Fahrt. So, die erste Information, die ich bekomme, ist, dass ich um 14.12 Uhr nach 189 Kilometern am nächsten Supercharger sein werde, und zwar in St. Anton, also in 2 Stunden 11 Minuten. Und wenn ich mir den gesamten Trip anzeigen lasse, also die gesamte Reise, dann kann man sehen, welche Supercharger auf der Fahrt ihr noch vorsieht. Nach diesem Plan bin ich heute um 10 vor 9 in Genf. Mal gucken, was das wird. Kilometern muss der Supercharger jetzt hier irgendwo sein. Okay, die Zielfahne ist in Sicht. Wir sind jeden Moment da. Da steht schon einer. Okay. Damit sind wir die Zweiten. So, jetzt stehe ich hier bei Billa und jetzt kann man das hier öffnen. Jetzt bin ich hier mit 129 Kilometern und jetzt Ladeanschluss öffnen. So, jetzt ist hier die kleine Klappe aufgegangen. Jetzt nehme ich mir so, die Lampen leuchten grün, das heißt, es wird geladen, und zwar kostenlos. Okay, eigentlich sollten die Supercharger immer da sein, wo man auch was zu essen findet, aber das ist ja hier offensichtlich nicht der Fall, deswegen muss ich ein bisschen wandern. An der Straße entlang. So, jetzt ist das Aufladen schon fertig, während ich hier noch meinen Nachtisch esse. Ja, der Kulturgenuss wird mir entgehen. Jetzt sehen wir mal, wie die Lage ist. Links sind noch weitere Säulen. Aha, da steht ein schwarzer Tesla. Und jetzt gehe ich hierher, drücke den Knopf, entriegle, nehme das Ding raus, hänge es wieder in die Säule ein. So, jetzt muss ich nur die Klappe zumachen. Jetzt haben wir wieder 353 Kilometer als 90% Reichweite. Und die ganze Angelegenheit hat ungefähr eine Stunde gebraucht. Mittlerweile hat sich ergeben, dass sowohl das Navi im Tesla als auch Google Maps mich beschlissen haben und mich jetzt über den Pass führen, hoch in die Berge, alle beide. Was dazu führt, dass das Navi auch so ein bisschen hektische Flecken im Gesicht kriegt. Denn es teilt mir mit, dass ich langsam fahren muss, um mein Ziel zu erreichen. Weil wir halt hier emsig den Berg rauf fahren. Und da das Auto nicht weiß, ob das die ganze Zeit so weitergeht, macht es schon mal prophylaktisch eine Warnung. Und ich überlege gerade, ob ich umkehre. Obwohl, nee, das ist hier so geil. Ich glaube, das gebe ich mir. Hinzu kommt, dass er 2 weitere Supercharger auf der Strecke nicht beachtet hat für seine etwas aufgeregte 5% Berechnung. Das heißt, ganz so arg, wie es da aussieht, ist es eigentlich gar nicht.
So, der Energiechart, der zeigt jetzt sehr schön den Weg über den Pass und was ich durch das Bergabfahren dann wieder habe quasi reinholen können. Okay, es geht in die Schweiz. Also nach ein bisschen hin und her hat sich das Auto jetzt entschieden, mir vorzuschlagen, doch hier in Egerkingen einen weiteren Charger halt zu machen. Wollen wir doch mal sehen, wo hier der Supercharger ist. Es geht schon wieder irgendwo so ein bisschen ins Nirgendwo. Das klingt nicht so gut. Okay, hier ist jetzt eine Durchfahrtkontrolle. Am Mövenpick Hotel bin ich. Aha. Ticket nehmen. Und rein. Warte, da oben. Ich sehe die Lichter. Okay. 106 Kilometer kann ich noch. Das reicht nicht bis Genf. Ein Klick. Und grün heißt, es wird geladen. 40 Minuten für die Weiterfahrt. Ja, jetzt gehe ich mal ins Hotel und trinke einen Kaffee oder so. Ganz lustig, die beiden im Auto nebenan verbringen ihre Wartezeit schlicht mit Zeitung lesen. Die haben sich also so vorbereitet. So, das ist hier mit Abstand eine der angenehmeren Supercharger-Locations. Mit so einem Hotel, wo es Café und Restaurant und so gibt, das ist schon nett. Ich nehme das Ding raus und weiter geht's. Das Auto sagt mir, dass ich jetzt bei diesem nächsten Supercharger in Archon, France, also da in Frankreich außerhalb von Genf, mit 27% Füllstand ankomme. Heißt, mit anderen Worten, laden muss ich da nicht mehr, deswegen steht da auch 0 Minuten Ladezeit erforderlich. Ich denke mal, ich werde es nicht tun, sondern direkt zum Hotel fahren, weil ich keine Lust habe, das heute Abend noch zu machen. Ich nähere mich jetzt Genf. Laut Batterieanzeige bin ich bei 31%. Das heißt, wenn ich da bin, habe ich noch über 100 Kilometer Reichweite übrig. Und hier ist mein Hotel. Na, so, jetzt ist jetzt 10 Uhr. Das heißt, ich habe ungefähr eine Stunde länger gebraucht, als mir das Navi in Kitzbühel gesagt hat. Allerdings habe ich bei beiden Superchargern vollgetankt und nicht nur so viel, wie das Navi mir vorgeschlagen hatte. Dazu habe ich bei beiden Superchargern eine längere Pause gemacht, als der Charger gebraucht hat. Und ich habe noch ein bisschen Verkehr gehabt. Das heißt, 9 Uhr ist, glaube ich, realistisch. Das bedeutet, für eine Strecke von 700 Kilometern mit einiger Landstraße und ja, halt durch die Berge in der Schweiz und in Österreich habe ich jetzt 9 Stunden gebraucht. Das kann man viel finden. Wer mit dem Benziner und mit dem Diesel gefahren wäre, hätte sich letztlich eigentlich die Pausen sparen können. Vielleicht nur mal kurz ein Sandwich essen und ein bisschen Pinkelpausen. Das heißt, ich sag mal, man hätte noch eine Stunde rausholen können, also 8 Stunden vielleicht statt 9. Und ich bin zufrieden, dass ich 9 Stunden gebraucht habe und komplett elektrisch gefahren bin.